Herzlich willkommen zum zweiten Tag Inktober Tangle Challenge. Ja, wir haben ja gestern das schöne Muster Solarflux von Debbie New getangelt auf einer kleinen runden Kachel. Und ich bin heute auch wieder auf einer kleinen Kachel. Und das ist ein Prototyp von mir sozusagen. Denn diese Cappuccino-farbene habe ich in der Größe noch nicht, sondern halt nur die kleinen weißen. Aber ich fand es heute ganz schön, bei diesem Muster einfach mal ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen. Und es gibt sie auf jeden Fall in diesem Ton in der normalen Kachelgröße schon im Shop. Das sieht dann so aus. Nur jetzt für die Challenge wollte ich gerne auf ein kleineres Format. Aber wie gesagt, die Papierqualität ist genau die gleiche. Ja, und das heutige Muster heißt Naki und ist von Nadine Roller. Und da ich auf einer renaissancefarbenen Kachel bin, oder ja, Renaissance in der Zentangle-Variante Cappuccino hier, werde ich einen sepiafarbenen 01 Micron und einen braunen 01 Micron verwenden. Zusätzlich einen weißen Kreidestift und einen Bleistift. Und ganz wichtig, dass ich zwei verschiedene Tortillons habe, einen für weiß und einen für schwarz. Und wir starten mit Naki. Ich starte mit dem sepiafarbenen Stift, indem wir sozusagen hier in der Mitte wie einen Ohr zeichnen. Aber er wird nicht durchgehend sein, sondern aus vielen einzelnen Linien bestehen. Ja, und ich zoome dafür ein bisschen mehr ran. Dann kannst du das etwas deutlicher sehen. I forgot to translate the video yesterday in English, so I will do it today. Yesterday we drew the pattern Solar Flux from Debbie New on a round tile. And today I use a small size as well, but a cappuccino colored tile. The name of this color really is cappuccino. I do have them in the big version in the shop already, but the small ones are, oh, the small one is a prototype, so the paper is the same. And we draw the pattern Naki from Nadine Roller, a German CZT. And we start, I use a sepia Micron 01, a brown Micron 01, a pencil, and a white charcoal pen. This one is from, I really don't know how to spell it. Runzel Sakura. And we start with something like an orb in the middle, but we don't draw it in full. We use little small curves and we always have a little space in between them. I will show you now. Also, wir starten hier mit unserem Orb und wir haben, wie gesagt, immer solche kleinen Abstände dazwischen, wo wir dann noch etwas hineintangeln werden. So. Und wie du sehen kannst, ist es bei mir weder hundertprozentig in der Mitte, noch sind die alle gleich lang. I drew these little curves with these spaces in between. And as you see, it's not perfectly centered and the curves are not all in the same size, but that's absolutely okay. That's Zentangle. Und im nächsten Schritt nehmen wir uns hier diese Zwischenräume und zeichnen hier wie so kleine Streichhölzer, sage ich mal, sehen sie nachher aus im nächsten Schritt, so kleine Balken. We use these spaces and draw a line on every side of our curve. And in the next step, you will see that they will look like little matches. And don't forget to turn your tile while you're drawing. Na, denk immer wieder daran, deine Kachel zu drehen, während du zeichnest. So, jetzt sieht das ein bisschen aus wie eine Sonne. It looks a little bit like a sun.
Genau. Und jetzt zeichnen wir hier an das Ende dieser Linien wie so einen kleinen Kopf mit einem kleinen Lichtpunkt. Und dann sehen sie wirklich aus wie solche kleinen Streichhölzer. We draw a little hat on top of our lines with a little light dot or reflection point, light reflection, and they look a little bit like small little matches. And as you see, some of them are bigger, some of them are smaller, and that's all absolute okay. Center. Ja, manche sind ein bisschen kleiner, manche sind ein bisschen größer und das ist auch absolut in Ordnung. Und das ist ein Tangle. Ja, und sie sind so ein bisschen oval. They are, these little hats are little oval. And they don't go over the lines on the right and the left side. Ja, sie gehen nicht so wirklich hier über der Linie, sondern sie sitzen wirklich hier so dazwischen. They fit right in between our two lines. Und das ist wirklich lustig, weil beide Muster von gestern und von heute sind auch für mich neu. Und das ist eben das, was auch eine Challenge mit einem selbst ausmacht, dass man eben auch neue Sachen immer wieder ausprobiert und sich selbst ein bisschen herausfordert und daran wächst. Ja, yeah, this is a challenge for me as well, because I haven't drawn these two patterns from yesterday and today before. And that's how this challenge works. You have to go over your comfort zone, learn new things and try out something new. And that was the idea from the founder of the Inktober Challenge. If you haven't seen my video, my intro video, there I talked a little bit about the challenge as it was in about the idea of the challenge. The founder is an artist, and his idea was that you get better and better each day you draw a daily picture, or as we do, a daily pattern, and you get in a kind of routine, and to get when we talk about Zentangle, to get in a routine of drawing, of doing something for yourself, for your relaxation every day. Ja, das war im Prinzip so die Idee des Gründers, dass er gesagt hat, du wirst besser jeden Tag, an dem du ein kleines Kunstwerk zeichnest oder malst oder im Handlettering schreibst und eben auch eine Routine für dich entwickelst. Jetzt nehme ich meinen Micron 01 in Braun, werde jetzt hier dazwischen diese Lücken füllen. Und das mache ich, indem ich lauter Auren zeichne. Ja, I will fill in these spaces in between my little matches with auras. And I use my brown Micron for that. And as always in Zentangle, your auras doesn't have to be perfect. I go around and around to fill every space with my auras. Na, ich gehe hier jetzt durch, rundherum. Wie du siehst, manchmal können die ein bisschen breiter, manchmal ein bisschen schmaler sein, wie hier meine zwei verbinden sich hier an einer Stelle. Und auch das ist absolut in Ordnung. Your auras can be bigger or smaller. Your spaces in between your auras. And that's Zentangle, that's okay.
We don't use any ruler or any other things to do perfect lines. It's just drawn by hand. Da hier denke immer wieder daran, dass du deine Kachel drehst. Always think about turning your tile. And fill in one by one. Eine nach dem anderen füllen wir hier mit unseren Augen. Mach das in deinem Tempo. Ganz entspannt. Denk auch immer wieder an das regelmäßige Atmen. Gerade wenn wir ein Muster noch nicht gezeichnet haben und das ganz neu für uns ist, merken wir vielleicht, dass wir an der einen oder anderen Stelle noch einmal die Luft anhalten. Und dann erinnere dich immer wieder ganz bewusst daran, wieder entspannt zu atmen. Always remember breathing. Because sometimes when we are so concentrated, then we might forget to breathe regularly. Und im nächsten Schritt verbinden wir jetzt hier unsere Außenlinien, unsere Spitzen hier mit einer Aura, aber wir treffen hier wirklich auf unsere Linie. Und nur um unseren Kopf hier machen wir einen kleinen Bogen. Hier drehen wir unsere Kachel ganz entspannt. So siehst du schon, dass auch hier diese Außenform nicht kreisrund wird, sondern ganz nach unseren Linien, also unseren Linien folgt. And we draw an aura around. We connect these ends of our auras and draw a little curve around these little heads. And that's it. That's Naki. Das ist es schon. Das ist Naki. Und was wir jetzt noch machen, ist schattieren. Und ich werde hier noch einen kleinen Orb hineinzeichnen, den ich dann noch mit dem weißen Kreidestift und mit dem Bleistift schattieren werde. Und dafür mache ich hier meine Aura. Draw an aura inside this little space to later shade it like an like kind of a gem, but it's not a colored gem, it's just a black and white gem. Und dann darfst du gerne deinen Bleistift zur Hand nehmen. Und hier in diesem Bereich hat sich ja hier durch meine Augen so ein schönes Dreieck gebildet. Und das kann ich hier auch schön als Dreieck wirklich schattieren. Ja, dass ich hier nochmal wie, das ergibt gleich wie eine kleine Sternform. Ja, diese Auras look a little bit like the lower part here of these auras look a little like a triangle. You can form a triangle here. And there we'll put some graphite inside. And then I use my tortillon
to work in this graphite into my tile. And it really depends what kind of paper you use, but this one is a little softer. So you can really work it in a tile. Ich werde hier wirklich das Graphit schön in die Kachel einarbeiten. Ich mache das mal ein bisschen heller. Dass es hier wirklich so eine Sternform bekommt. Yeah, it looks a little bit like a star. And as you can see in the camera, it looks very silver and a little bit shiny. But on my paper, it looks like graphite, as it should. Und jetzt werde ich meinen weißen Kreidestift nehmen und ich möchte gerne diese Form so ein bisschen rund gestalten. Und dafür setze ich hier so an die Spitzen meiner Dreiecke rundherum eine Linie mit dem weißen Kreidestift. I use my white charcoal to let this Naki look a little bit like a donut. And I put charcoal all around on top of these triangles. Sometimes it's funny, sometimes I miss the words in German and sometimes in English when I use two languages in one live stream. I'm working on my Spanish at the moment as well, so maybe I'll use three languages in one live stream and that will be very, very funny. Ich habe gerade noch gesagt, ich arbeite auch gerade wieder, mir fehlen manchmal die Worte auf Deutsch und manchmal auf Englisch, wenn ich den Livestream zweisprachig mache. Und im Moment arbeite ich wieder daran, mein Spanisch aufzufrischen. Und wer weiß, vielleicht dann mache ich irgendwann dreisprachige Livestreams und dann wird das besonders lustig. So, jetzt setze ich hier außen noch ein bisschen Graphit an die Außenreihe, um dem Donut noch seinen richtigen gerundeten Effekt zu geben. I put a little bit of graphite all around the outer side of my I call it a donut, but it's Naki, of course. It's a special donut. It's ein spezieller Donut, das ist Naki. Und so, das hier wirklich schön kugelrund. Und jetzt sieht es wirklich in der Kamera, scheint es nochmal mehr als auf meinem Papier. Jetzt sieht man hier auch wirklich so wunderschön diesen weißen Rand. Und ja, wie gesagt, ich möchte jetzt gerne noch einen kleinen Gem hier in die Mitte zeichnen, aber ganz, ganz wirklich simpel. Ich nehme einfach meinen Bleistift und setze auf die eine Seite hier ein bisschen Graphit. Inside I draw my little, very simple gem. I put graphite on one side and a little little frame around the other side. Ja, auch so einen kleinen Rand hier auf der anderen Seite. Ja, aber hier auf der Seite ist es definitiv breiter. Und dann verwische ich auch hier mein Graphit. Jetzt habe ich hier noch wie so ein, kann das auch so ein bisschen halbmondförmig gestalten. You can fill in a little half moon shape. I always want to use the German word form. Half moon form. Und dann setze ich hier eben in diesen Halbmond meinen weißen Kreidestift. And put the, inside the half moon, I'll put my
White Charcoal. And then to get this really jammy effect, you can use a white jelly roll. Entschuldigung. Und um diesen Jam-Effekt noch ein bisschen zu verstärken, nehme ich jetzt hier noch meinen weißen Jelly Roll und setze hier noch so einen kleinen weißen, ein kleines weißes Highlight. Und du kannst auch noch, wenn du einen Jelly Roll verwenden möchtest, hier deine kleinen Punkte noch nachmalen, um sie noch ein bisschen hervorzuheben. Und zum Abschluss werde ich jetzt noch eine Aura hier um mein Naki zeichnen. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich zeichne sie erstmal in Braun. Denn wenn ich dann sehe, es ist mir zu hell, dann kann ich immer noch mal mit dem sepiafarbenen Stift darüber gehen. Andersrum ist das ein bisschen schwierig. I draw an aura all around my Naki. Maybe I'll use the sepia micron over it. I'm not sure yet. Maybe if it's if I have the feeling that it's too light, then I can draw the sepia over the brown, but not in the other direction. So I use the brown first. Ja, und das ist es schon. Das ist Naki. Unser Muster von Tag 2. Und natürlich zum Schluss setze ich noch meine Signatur auf die Kachel. Of course I put my chop on my tile. Und auf der Rückseite vermerke ich mir noch das Muster. Das war Naki von Nadine Roller. Und heute ist der 2.10. Und das ist der Ink. Oktober Tangle Challenge. Ja, was auch immer du noch an Ideen hast, was du dir vielleicht auf deiner Kachel noch vermerken möchtest, kannst du hier hinten noch draufschreiben. Und natürlich freue ich mich immer, wenn ich deine Werke sehe. Und daher teile sie gerne mit mir und verlinke mich mit meinem Account auf Instagram oder auch mit dem Hashtag Tangle and Relax. Da freue ich mich immer sehr zu sehen, was du Schönes gezaubert hast. Und natürlich auch bitte den Hashtag verwenden, InktoberTangles 2021, denn dann können auch alle anderen sehen, was du getangelt hast, die an der Inktober Challenge teilnehmen. Und gleichzeitig kannst du natürlich auch die Werke der anderen sehen. Ja, dann freue ich mich, wenn wir uns morgen zu Tag 3 wiedersehen und wünsche dir ganz viel Spaß noch beim Tangeln mit deiner heutigen Kachel. Bis morgen!